Ja, hallo, moin moin. Das ist jetzt hier das zweite Video in meiner Serie mit dem Auto nach Marokko. Heute geht es um das Thema Formulare, wie ihr seht. Ja, was braucht man, wenn man nach Marokko mit dem Auto fährt? Zuerst mal mache ich mir immer eine Checkliste. Die habe ich jetzt hier gerade nicht liegen. Eine Checkliste, was ich alles mitnehmen muss. Weil wenn man was vergisst, gut, wenn man jetzt nur von Dresden nach Hof fährt, das ist zwar eine lange Strecke, aber wenn man was da vergessen hat, kann man auf der Hälfte der Strecke umdrehen. Aber wenn man 3000 Kilometer Strecke hat, da möchte man schon sicherstellen, dass man auch wirklich alles dabei hat. Also vorher aufschreiben, nachdenken, was brauche ich alles und alles aufschreiben und dann anhand der Checkliste das überprüfen. Vorhin bei der ersten Video, den ich gemacht habe, war also das Thema Strecke, die Landkarte. Da vorne habe ich sie noch liegen. Und ich habe dazu auch am Computer mir einen Ausdruck gemacht, die Städte, ja, das ist jetzt in Frankreich, dann die Straßennummer und das Ziel, Abfahrt, Ziel, Straßennummer und mehrere so Liste, die klemme ich mir dann ins Auto, da habe ich am Armaturenbrett so eine Klammer und da hänge ich mir die ein und das ist eine Schriftgröße, die ich während der Fahrt lesen kann, ohne dass ich das Papier in die Hand nehmen muss. Und dann kann ich da anhand der Liste dann eben fahren für den Fall, dass das Navi ausfällt, muss man immer damit rechnen. Und natürlich die Landkarten braucht man. Ja, Spanien, Portugal wird zwar noch von meinem Navi abgedeckt, also Frankreich, Spanien, aber Marokko habe ich definitiv nicht mehr im Navi drin. Gut. Darauf bin ich aber schon eingegangen. Was wir jetzt brauchen, ist natürlich erstmal die persönlichen Dokumente. Der Reisepass. Reisepass, der Ausweis, der Personalausweis alleine reicht nicht, weil es außerhalb der EU ist. Reisepass, der mindestens 3 Monate noch gültig ist. Dann braucht man natürlich, wenn man mit dem Auto fährt, der Führerschein. Da reicht der EU-Führerschein. Der ist in Marokko anerkannt, also dieser Kreditkartengröße Führerschein. Wer diesen noch nicht hat, der braucht einen internationalen Führerschein dazu, weil es ist nur der EU-Führerschein in Marokko anerkannt. Also wer noch den alten grauen Lappen hat oder den, was weiß ich, was es da noch alles gab. Der braucht auf alle Fälle vom Landratsamt einen internationalen Führerschein und da habt ihr dann das Problem, weil wenn ihr da hingeht und sagt, ich brauche einen internationalen Führerschein, weil meiner nach Marokko nicht anerkannt ist und dann lassen sich die den zeigen und dann werdet ihr ohnehin aufgefordert, den umzutauschen in einen EU-Führerschein, weil das muss man ja heutzutage machen. Und also EU-Kartenführerschein. Dann braucht man natürlich den Kfz-Schein. Und dabei ist es jetzt wieder wichtig, dass derjenige, der das Auto fährt, auch im Fahrzeugschein eingetragen sein muss. Also gut, wenn ihr jetzt mit Kumpels zusammen runterfährt und ihr macht unterwegs mal einen Fahrerwechsel und der Kumpel, dem das Auto gehört, der im Fahrzeugschein eingetragen ist, sitzt aber im Auto mit dabei, dann ist das kein Problem. Wenn es aber jetzt so ist, so wie wir es früher gemacht haben am Anfang, dass das Auto auf die Eltern zugelassen ist, dann braucht man eine notariell beglaubigte Vollmacht. Und diese notariell beglaubigte Vollmacht, die muss dann auch noch in französischer Sprache oder in marokkanischer Landessprache sein, also Arabisch oder Französisch, das sind die beiden Amtssprachen.
Die Übersetzung, die muss natürlich auch wieder amtlich beglaubigt sein und dazu muss man dann auch an die Botschaft nach, die marokkanische Botschaft nach Berlin fahren. Ja, wie ich schon erwähnt hatte, die marokkanische Bürokratie ist manchmal etwas umständlich. Also am besten ist es natürlich, wenn ihr selbst als Fahrzeugbesitzer im Fahrzeugschein drinsteht, da habt ihr das ganze Problem nicht. An der Grenze wird dann, da erhaltet ihr einen Pass fürs Auto. Wie der genau aussieht, das weiß ich noch nicht. Ich habe gehört, der ist auch so wie eine Kreditkarte in der Größe. Da steht dann der Besitzer drin und ihr müsst auf alle Fälle das Auto wieder mit rausnehmen. Wenn ihr das nicht tut, dann müsst ihr mehrere tausend Euro Zoll bezahlen. Ja, haben früher viele Leute gemacht, ein altes Auto gekauft in Deutschland, damit nach Marokko gefahren, dort unten verkauft, um sich den Urlaub damit zu finanzieren. Haben natürlich auch viele einheimische Marokkaner gemacht, das, ne? Ja, und damit der marokkanische König auch seinen Lebensstil finanzieren kann, will er natürlich auch Zoll kassieren und deshalb werden alle Fahrzeuge, die nach Marokko einreisen, an der Grenze registriert. Und wer also das Fahrzeug bei der Ausreise nicht wieder dabei hat, der muss dann Zoll bezahlen. Und der ist ganz schön happig, der Zoll, habe ich gehört. Auch für ein uraltes Auto sind da mehrere tausend Euro fällig. Deshalb sind in Marokko die gebrauchten Autos und die alten Autos immer so teuer, weil die Hälfte vom Kaufpreis schon der Zoll ausmacht. Und deshalb fährt da unten auch nicht jeder ein Auto, ne? Nur wer es wirklich unbedingt braucht fürs Geschäft. So, jetzt haben wir also den Kfz-Schein schon. Jetzt brauchen wir noch die Auslandsversicherungskarte, die habe ich jetzt hier mal hergelegt. Ich habe nämlich gleich zwei davon. Einmal die grüne Versicherungskarte, die ist also hier gültig bis 23 und ist auch gültig für Marokko. Das ist hier das Zeichen MA und dann gibt es die gleiche Karte nochmal in weiß. Die ist jetzt sogar bis 25 gültig und da ist auch MA vermerkt. MA für Marokko, das ist ganz wichtig, dass das vermerkt ist und wenn ihr das nicht dabei habt, dann müsst ihr an der Grenze eine Versicherung kaufen, eine marokkanische. Ist natürlich dann auch nicht billig, weil da langen die dann gerne hin. So, was brauchen wir als nächstes? Als nächstes brauchen wir das kleine Formular, das muss man noch ausschneiden hier, weil ich habe das im Computer drin und der druckt das dann natürlich so groß aus. Ich habe aber gehört, für EU-Bürger ist das jetzt aufgehoben. Das könnte sein, dass er das gar nicht braucht, dieses Formular, wo man also die persönlichen Daten einträgt, Name und so weiter, Geburtsort, Nationalität, Land und Wohnort, Beruf, Passnummer, Ausstellungsdatum, Pass, wie lange der gültig ist, dann die Adresse in Marokko, wo man hinfährt und welchen Reisegrund man hat, ob touristisch oder geschäftlich. Aber laut meinen Informationen braucht man das zurzeit gar nicht mehr, dieses Dokument. Aber wenn er es mitnimmt, fertig vorher ausgefüllt mitnimmt, schaden tut es ja nicht. Wenn er es dann doch nicht braucht, könnt ihr es ja hinterher immer noch wegschmeißen. Das nächste ist jetzt hier das Annexe Nummer 3. Das müsst ihr für jedes elektronische Gerät, das ihr mitführt, müsst ihr das ausfüllen. Euer Name natürlich wieder, eure Adresse im Heimatland, eure Adresse in Marokko, Reisepassnummer und so weiter. Und dann da die Bezeichnung des Gerätes. Da nicht Handy reinschreiben, weil das versteht im Ausland niemand. Das Handy, das gibt es nur in Deutschland, außerhalb im Rest der Welt. Heißt das Mobile oder Telefone Mobile, dann verstehen sie alle Marokkaner. Und dann noch die Marke, der Typ,
muss man da, glaube ich, ne, Marke, Typ, die Fahrgestellnummer, hätte jetzt beinahe gesagt, muss man da gar nicht eintragen. Und dieses Formular braucht ihr für jedes Telefon, das ihr mitführt. Das braucht ihr für ein Navi, das ihr im Auto habt. Das braucht ihr für einen CB-Funk, wenn ihr eins dabei habt. Und da müsst ihr also wirklich für jedes Gerät so ein Formular ausfüllen, das heißt Annexe Nummer 3. Und für den CB-Funk, den müsst ihr noch beim marokkanischen Telekom-Amt oder Postamt oder nicht Postamt, Ministerium, beim Ministerium für Post und Telekom oder wie auch immer das jetzt in Marokko heißt, da so heißt es ausgeschrieben, abgekürzt ANRT, da müsst ihr also jetzt den CB-Funk, also erstmal euer Namen, Passport, Autokennzeichen, dann Marke und Typ des CBs und die Seriennummer des CB-Funks. Und das nimmt dann, also das da, das Annexe Nummer 3, das, soweit ich weiß, bleibt das dann bei euch. Das kontrolliert der am Zoll nur, weil dieses Formular, das ANRT, das nimmt der Zöllner euch ab und schickt das dann an das marokkanische Postministerium. Dann habt ihr euer Funkgerät ordnungsgemäß angemeldet. Ja, und dann habe ich noch ein Formular. Seit der Corona-Hysterie muss man natürlich auch ein Corona-Formular ausfüllen. Also wieder Geburtsdatum und so weiter, persönliche Daten, Passportnummer, bla bla bla. Das kennt ihr ja schon, das könnt ihr ja auch dann lesen. Das ist hier übrigens in Französisch und Englisch gehalten. Dann müsst ihr hier ankreuzen, ob ihr geimpft seid, ja oder nein. Und wie viele Impfungen, eine oder zwei und wann die letzte Impfung war. Und das unterschreiben. Da braucht ihr ein Formular pro Person, die mitfährt. Und ja, das wären jetzt alle Formulare, die vorgeschrieben sind. Damit hätten wir das Thema Formulare auch durch. Jetzt werdet ihr natürlich fragen, wo kriegt man denn diese Formulare her? Ich habe sie eingescannt bei mir im Computer. Ich werde die Formulare auf einer Internetseite von mir als Fotos einstellen. Das ist bei, die Internetseite heißt Barbeck unterwegs auf Facebook. Ich stelle euch einen Link dazu ein. Und da könnt ihr die Formulare dann runterkopieren. Ja, und da bedanke ich mich jetzt erstmal für eure Aufmerksamkeit bis hierher. Ich hoffe, es war informativ für euch. Wenn es euch gefallen hat, dann natürlich den Kanal abonnieren, weil es kommen ja noch mehr Videos. Ich bin ja immer noch bei der Vorbereitung. Das Video Teil 3, da stelle ich das Auto vor, weil klar, es geht ja um das Thema mit dem Auto nach Marokko. Da ist natürlich dann auch interessant, welches Auto das man fährt. Das stellt man halt dann vor. Und das wäre das nächste Video. Und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag, eine schöne Zeit und tschüss.